Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jean-Pierre Zimmer von der Firma Motorenzimmer. Und ja, wir stehen hier mal wieder in der Werkstatt und haben einen, ja, so gesehen, kapitalen Motorschaden, der aufgrund eines Mechanikerfehlers passiert ist in einer Vertragswerkstatt. Und das hätten wir also auch gar nicht gedacht. Der Wagen hat erst 79.000 Kilometer gelaufen. Und wie das Ganze geschehen ist, das will ich heute euch mal in diesem Video zeigen. Weil das doch eigentlich eine relativ üblicher Fehler ist, tatsächlich. Ja, kann man so sagen. Ihr wollt es ja wieder genau wissen. Was haben wir hier für ein Auto? Eine Mercedes S-Klasse. Typ 222. S500. Baujahr 2014. 79.000 Kilometer gelaufen. Scheckheft gepflegt beim Fahrzeughersteller. Ein wunderschönes Auto. Ich würde den Neupreis schätzen zwischen 190.000 und 220.000 Euro. Ja, guckt euch den mal an. Absoluter Knaller. Ja, also mit Chauffeursausstattung, mit absolut super großem Soundsystem, mit, ich glaube, der Wagen hat echt alles außer einen Kühlschrank. Ein Traumauto, also wirklich ein absolutes Traumauto von Mercedes überhaupt. Also wirklich, wenn ihr mal so ein Auto gefahren seid und konntet in dem Genuss, besser ihr seid den nicht gefahren und saßt mal hinten rechts, wirklich ein Hammerfahrzeug. Und jeder, der in so einem Auto mal gesessen hat, der weiß so ein Auto zu schätzen. Oder Lukas, wie würdest du das einordnen? Also bei dem Auto ist auch für mich die schönste S-Klasse, die Mercedes gebaut hat. Also du sitzt drin, ja, und bist wach. Komfort, Fohlen, ja, alles. Hat Axel, weil Axel macht dir diesen Fahrzeugcheck, diese Liebhaberinspektion, das macht der Axel gerade. Und Axel und ich haben uns vorhin und Stefan durchs Auto unterhalten. Der eine hinten rechts, der andere vorne links. Und allein wenn du durch dieses Auto sprichst, diese Akustik, ein absoluter Hammer. Ja? Und wie gesagt, ich als Mechaniker habe Respekt, Ehrfurcht vor so einem Auto. Und deswegen kann ich noch weniger verstehen, was jetzt hier passiert ist. Weil dieser Schaden, der hier passiert ist, ist absolut unnütz, weil jemand nicht richtig gearbeitet hat. Ich will jetzt hier keine Werkstätten schlecht machen. Um Gottes Willen. Fehler passieren, die passieren mir, die passieren dir, die passieren Stefan, die passieren Axel, die passieren auch allen anderen da draußen. Das ist völlig normal. Aber wenn was kaputt geht, dann muss man sagen, weißt du was, pass auf, mir ist ein Fehler passiert, mir ist was kaputt gegangen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, ja, dann erneuert er ein Teil, was vielleicht 10, 20 Euro kostet und es entsteht kein Folgeschaden. Ja, das ist das, was ich erwarte und das ist das, was hier völlig normal ist. Aber so ist es offensichtlich in anderen Werkstätten nicht. Warum das nicht so ist, keine Ahnung. Ich frage mich das auch immer wieder. Ich bin jedenfalls hier wirklich sauer und perplex. Wie eben schon erwähnt, hoffe ich jedenfalls, dass ich das erwähnt habe, 79.000 Kilometer, 4,7 Liter V8 Biturbo, Motortyp M278. So, und jetzt kommt es wieder. Ah, das war doch der Motor, wo es eventuell Probleme mit den Zylinderlaufwänden gibt. Ja, richtig. Bis Baujahr 2015 haben diese Motoren M278 und der Bruder dazu M157 eine Silitec-Zylinderoberfläche. Jetzt mit einer kleinen Einschränkung. Der M157 hat auch bis Ende eine Silitec-Zylinderoberfläche gehabt. Das ist eine Aluminium-Silizium-Oberfläche, die durch ein spezielles Verfahren erzeugt wird, die nicht unbedingt lange verschleißfest ist. Kann man jetzt drüber strittig sein, aber die Oberfläche ist halt empfindlicher gegenüber anderen Oberflächen aufgrund von Beschädigung. Jetzt ist es hier so. Der Wagen war regelmäßig beim Vertragspartner in der Werkstatt und wurde da durchgewartet. Und das muss ich auch sagen, das ist erstmal so im ersten Moment augenscheinlich okay. Wir haben einen Motorencheck gemacht und Motorencheck bedeutet bei uns, wir lesen den Motor aus, wir hören uns den Motor an, wir fühlen den Motor, wir riechen den Motor, wir machen Motorölcheck, wir gucken uns das Kühlwasser an, wir gucken uns das Motoröl an, wir gucken um den Motor drumherum, prüfen dann die Steuerzeiten, das haben wir hier auch getan. Steuerzeiten sind einwandfrei. Ab ungefähr 2012 wurden die Steuerketten bei diesen Motoren nochmal geändert und verbessert. Die machen dann an sich keine Probleme mehr. Also Steuerzeiten in Ordnung und der Kunde hatte gleich gesagt, Herr Zimmer,
Zylinder endoskopieren. Jawohl, wir haben die Zylinder endoskopiert. Axel war hier fleißig am Gange. 1, 2, 3, 4, 5. Die üblichen Verdächtigen, gerade Zylinder 5. Immer sehr verdächtig. Witzigerweise hatten wir heute Morgen, der Kunde kommt nämlich hier aus dem gleichen Ort wie, ich will jetzt mich hier kein direkt schlecht machen, um Gottes Willen, das ist nicht meine Absicht von diesem Video. Kommt aus dem gleichen Ort wie der Wagen auf der Nachbarhebebühne heute Morgen. Und ja, es ist eigentlich der Knaller, weil irgendwo ist der gleiche Fehler bei dem fast gleichen Motor, weil es war ein M157 auf der Nachbarhebebühne, aus dem gleichen Ort, vom gleichen Vertragspartner, fast der gleiche Fehler. Herr Zimmer oder Pierre, jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack. Was ist denn da wirklich passiert? Okay, also folgendes. Axel baut die Zündspulen hier runter. Hier sind sie schon drauf gebaut und will die Zündspule 8 herausnehmen. Nimmt die Zündspule 8 heraus. Hä? Gar kein Kerzenstecker dran. What? Warum ist da kein Kerzenstecker dran? Der Kerzenstecker steckte noch unten drin. Oh, hat Axel den abgebrochen? Ja, meine Güte, wenn Axel den abgebrochen hätte, dann wäre er zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, wir brauchen einen neuen Zündkerzenstecker, dann hätten wir einen neuen Zündkerzenstecker besorgt und alles wäre gut gewesen. Das ist in der Werkstatt anscheinend nicht passiert, weil die haben den alten Kerzenstecker da wieder reingesteckt oder haben es nicht gemerkt. Ich will ja keinem was unterstellen, aber ich möchte echt behaupten, das merkt man als Mechaniker. So, jetzt ist dieser Wagen offensichtlich, ich müsste jetzt recherchieren, hier sind die Serviceunterlagen, die habe ich hier im Auftrag, wann der letzte Zündkerzenwechsel gewesen ist. Ich recherchiere das mal für euch. 2019. Lukas, du sagst 2019? Jo. 2019. 2019, hast du recht. Luftfilter, Zündkerzen, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Mercedes-Benz Mobilo-Garantie, Garantie gegen Durchrostung. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Serviceintervalle nach Mercedes-Benz-Vorgabe AG eingehalten. Zusatzarbeiten durchgeführt. Ja, alles drin. So, also Zündkerzen sind vor rund 23.000 Kilometern neu gekommen. So, das heißt, der Kunde ist 23.000 Kilometer mit einem defekten Zündkerzenstecker durch die Gegend gefahren. Und das hat Folgeschäden. Oder das macht Folgeschäden. Ja? Was passiert hier? Und jetzt guckt euch das mal genau an. Das bratzelt. Das verbrennt hier. Da ist immer, der Zündfunken ist hier rüber gesprungen. Die Feder lag da gar nicht mehr an. Das ist kaputt. Ja, auch die Zündspule intern geht dann kaputt, weil der Zündfunken hier schon überspringt und einen Vorwiderstand erzeugt. Das ist nicht gut. Ja, alles halb so wild, könnte man jetzt sagen. Ja, meine Güte. Mach doch jetzt nicht so ein Theater, steck eine neue Zündspule rein und Abfahrt. Theorie. Und jetzt endoskopieren wir mal den Zylinder 8, weil die anderen Zylinder waren normal und nicht auffällig. Gar keine Frage. Wir haben hier einen kritischen Motor, der dazu neigt, dass die Zylinderlaufwände verschleißen. Das wissen wir. Das haben wir im Vorwege schon geklärt. Aber eigentlich erst ab einer Laufleistung, Lukas. 130, 150. Ja, wir haben mal auch einen schon mit 110.000 Kilometer gehabt, der da mal leicht angefangen hat. Und ich sag mal so, ja, ist ein früher Fall 120, 130, 150.000. Da kann das mal vorkommen. Aber, wie gemerkt, 79.000 Kilometer. Schauen wir uns jetzt mal den besagten Zylinder 8 an. Und jetzt will ich nur mal so nebenbei gucken, war Augen und Ohren offen halten. Wir halten jetzt mal die Augen und Ohren offen. Wir gucken jetzt hier mal durch den Motorraum. Und was erkennen wir da ganz klar? Hier, guck mal. Hier ist so ein Zettel hier, Bremsflüssigkeitswechselzettel. Wie würdest du den denn abmachen, so ein Zettel? Mal abziehen mit Bremsenreiniger oder mit Klebeentferner? Ja, im schlimmsten Fall irgendwie mit dem Föhn leicht mal beigehen, den Aufkleber runterholen, weil man Respekt gegenüber so einem teuren Auto hat, oder? Ja, der Mechaniker offensichtlich, ich glaube, der hat mal so eine richtige Schrubbscheibe genommen oder einen Winkelschleifer und hat da mal so richtig rübergezogen. Ja, muss ja weg, der Aufkleber. Top Typ. Da kriege ich schon hier. So kriege ich das schon. Ja, also das würde bei mir nur einmal passieren. Das würde ich demjenigen, der das gemacht hat, schon so freundlich sagen, dass das nur einmal passiert. Also nicht, dass ich der Typ bin, der dann, aber das ist schon eigentlich asozial, ne? Schon. Ich wollte es so nicht sagen. Ja. So, jetzt fädel ich hier mal mein Lieblingsarbeitsgerät ein. So, jetzt sind wir hier im besagten, was ist denn los hier?
Oh, hier mal ein bisschen bewegen hier. Wir haben hier gerade Verstopfung in der Kerzenbohrung. So. Wir müssten eigentlich mal die Abonnenten, die ja so fleißig immer gucken, die müssten eigentlich jetzt mal sagen, wie oft wir dieses Endoskop hier schon in Videos sind. Ja, was seht ihr denn da? Sieht alles noch gut aus? Ja, so sieht alles gut aus. Jawohl, ist alles gut. Was ist denn das? Was ist denn hier? Eieieiei, warum sind da so viele Kratzer? Und wieso, und das ist jetzt noch viel interessanter, wieso sieht denn der Kolbenboden so ganz extrem verguckt aus? Und jetzt schwenke ich mal, jetzt schwenke ich mal im Endoskop. Auch hier oben, ja, obwohl, das ist der Injektor, da kommt der Kraftstoff, da wird der Kraftstoff in den Zylinder eingespritzt. Ah, warte mal, da war was. Kraftstoff in den Zylinder einspritzen? Schön und gut. Was kommt als nächstes? Ein Zündfunken. Ein Zündfunken wird generiert. Das heißt, Kraftstoff, Zündfunken, Peng, Kraftstoff wieder weg. So, jetzt haben wir aber keinen zuverlässigen Zündfunken, weil wir ja eine defekte Zündspule haben. So, also Zündspule arbeitet nicht richtig, weil Zündkerzenstecker defekt, Zündfunken kommt nicht im Brennraum an und genau, Kraftstoff kommt an die Zylinderwand. Ich demonstriere das mal. Der Kraftstoff kommt an die Zylinderlaufwand und fängt an und wäscht den Ölfilm runter. Und was passiert dann? Zylinderwände verkratzen. Jetzt würden wieder... Und ich weiß auch, dass unten in den Kommentaren stehen wird, ja, aber der Motor ist doch sowieso kritisch. Ja, Leute, ist richtig, aber nicht bei der Laufleistung. Die Laufleistung ist einfach zu gering für diesen Schaden. Ja, also das ist jetzt mal wirklich sehr untypisch. Wenn dieser Wagen nur extrem Kurzstrecke oder ganz extreme Bedingungen erlebt hätte, aber nein, wirklich, ein penibler Service, gar keine Frage. Und die defekte Zündspule, der Zündkerzenstecker, der hat das ausgelöst. Ja, also wirklich ein Bauteil, was, weiß ich nicht, was der Stecker kostet. 13, Axel, was kostet der Stecker? Ja, 15 Euro plus Steuer, hin oder her. Ja, und hier, wir haben jetzt einen Schaden. Was kostet so ein Motor? Pass das mal auf hier. Gib's an. So, also, so ein Motor ist aktuell verfügbar, kostet 26.481,75 Euro im Rückwert. Ja, also wenn ihr den Motor, der Rumpfmotor, ohne Turbolader, ohne Injektoren oder ja, also ohne viele Bauteile drumherum, die man auch braucht. Also ein unnötiger Schaden für ein 15 Euro Bauteil. Jetzt kommt's. Jetzt habe ich euch vorhin erzählt, dass aus der gleichen Vertragswerkstatt heute Morgen schon mal ein Auto da war. Und jetzt kommt's. Und das finde ich, also ihr müsst euch überlegen, das ist ein S500 und heute Morgen stand hier ein E63S drauf mit dem M157, ein artverwandter Motor. Und jetzt kommt das, warum ich hier heute so eskaliert bin und habe gesagt, weißt du was, normalerweise machen wir keine anderen Werkstätten schlecht, aber das muss man jetzt mal zeigen. So, ich gehe jetzt auf meine Videos bzw. auf meine Fotos drauf. 8.25 Uhr, was seht ihr da? Also ich betone nochmal. Das muss die gleiche Werkstatt sein, beziehungsweise, wir haben es recherchiert, Lukas, Es ist die gleiche Werkstatt. Was sehen wir da? Pampe dran. Warum ist denn da Pampe dran? Ja, jetzt muss man sich fragen, warum ist denn da so viel Pampe zwischen Zündkerze und Zündkerzenstecker? Und jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's. Warum macht man denn da, es gibt von Mercedes Original Zündkerzensteckerfett. Findet da meist sogar auf der Rechnung, wird ganz gerne draufgeschrieben. Auch wir schreiben das auf der Rechnung und wir benutzen das auch. Warum ist es so wichtig, dass man Zündkerzensteckerfett da drauf macht? Damit man den Zündkerzenstecker von der Zündkerze abgezogen kriegt. Und damit man den abgezogen kriegt, macht man da ein Schmiermittel drauf. Im Verhältnis. Das heißt, man macht da ein wenig Schmiermittel auf den Kerzenstecker. Jetzt kommt mal her. Ah, das ist jetzt hier. So sollte es im Prinzip aussehen, ja, damit hier so ein bisschen, so ein ganz kleiner Film drauf ist, ja, damit das nur so ein bisschen flutschi macht. Ja. Wenn ihr zu Hause abwascht, wie viel Spüli nehmt ihr? Die ganze Tube oder nur drei Tropfen?
Genau. Der Kunde zahlt ja die ganze Tube, ne? Genau, von der daher rein. Genau, der hat ja voll alles, also ja, alles rein. Rotz rein die Scheiße, ja? Nein, wirklich Leute. Weniger ist mehr und das wird ganz oft bei den Werkstätten, die hauen das rein und dann passiert Folgendes. Wir erzeugen eine Isolation, das ist jetzt übrigens Zylinder 7, den müssen wir gleich noch einbauen. Guckt mal. Denn der Zündfunken geht hier gar nicht mehr durch zwischen Feder, die hier drin sitzt, und das ist isoliert. Die Fahrzeuge kriegen Verbrennungsaussetzer, weil da zu viel Zündkerzensteckerfett ist. Also völlige Katastrophe. Erst nehmen sie kein Zündkerzensteckerfett, kriegen den Stecker hier hinten nicht abgezogen, weil sie nicht drankommen. Ziehste, haben wir hier auch regelmäßig. Stefan ist am Rumfluchen, ihr sitzt vorne im Büro und er hier hinten kriegt so einen hochroten Kopf und hört man bei ihm immer ganz, ganz klar. Weil er sich ärgert. Er ärgert sich über den Mechaniker vorher, der kein Zündkerzensteckerfett genommen hat. Im nächsten Moment flucht er wieder. Ich sage, was ist denn nur schon wieder? Ja, guck dir das an, alles voll Zündkerzensteckerfett. Also die Leute kennen kein Maß. Wie willst du einem sagen, ein wenig Zündkerzensteckerfett? Ja, bei dem einen ist ein wenig eine Tube und bei dem anderen ist ein wenig hier so ein bisschen was mit dem Finger drauf. Also, beim zweiten Mal machen die meisten halt zu viel Zündkerzensteckerfett drauf. Und wie gesagt, ich kann da nur eskalieren und das ist auch das, was wir hier sehen. Jetzt muss ich ja einmal gucken, das ist eine neue Zündkerze. Zündkerzenzylinder 8, und das sieht man hier ganz klar, ist natürlich auch viel weißlicher. Ja, also wenn man das jetzt hier ist Zylinder 7, ja, Zylinder 7, ja, guckt euch das an. Ja, brauche ich auch nichts zu sagen. Und wenn du jetzt Zylinder 8 anguckst, das ist hier schon viel weißlicher, auch nicht gut. Und man muss auch ganz klar sagen, Axel hat auch gesagt, die Zündkerzen werden ja mit dem Drehmomentschlüssel angezogen, was wiederum da hinten wirklich schwierig ist. Und die waren nicht nach Drehmoment angezogen. Die eine war mal lose, die andere war wieder viel zu fest. Ja, für mich komplett unverständlich. Und ich meine, wenn ich das mit dem Bremsflüssigkeitswechselaufkleber sehe, dann geht es mir so. Also, ich halte nochmal fest, der Wagen ist ja Scheckheft bei Mercedes gepflegt. Bei der Vertragswerkstatt gepflegt. Bei der Vertragswerkstatt gepflegt. Was ist denn das hier? Komplett verölter Unterboden, sodass es jetzt hier schon abläuft, oder wie? Habe ich einen Kunden heute Morgen gefragt, ist halt, wie sieht denn das aus bei Ihnen hier mit dem Ölverlust? Mein Wagen hat keinen Ölverlust. Doch, Ihr Wagen hat Ölverlust. Mein Wagen hat Ölverlust? Davon weiß ich ja gar nichts. Guck mal hier. Das ist ja nicht schlimm, wenn der Ölverlust hat. Das dichtet man hier neu ein. Ja. So bekannt. Ne? Dann macht man das auf Kulanz oder der Kunde bezahlt da ein bisschen was für. Ja, ich meine, das steht bei so einem teuren Auto auch nicht groß im Verhältnis. Das rückt man gerade. Der ein oder andere Kunde bezahlt das halt auch gerne. Ich habe da mit meinen Kunden gar kein Problem. Das hätten wir auch hier jetzt gemacht. Ich habe den Kunden auch angerufen und hätte ihm vorgeschlagen, wissen Sie was, wir dichten die Decke hier vorne mit ab, das machen wir alles schön, machen vorne noch einen neuen Riemen drauf, machen ein neues Thermostat mit rein und dann können Sie wieder beruhigt fahren. Nee, der Kunde erfährt es erst gar nicht. Und da frage ich mich doch, wieso bringe ich denn meinen Wagen dahin und ohne dass der Kunde dann wirklich darüber Bescheid weiß. Weil, warum bringt denn mein Wagen überhaupt in die Werkstatt? Und das ist auch das, warum? Wir könnten ja auch hier in einen Zylinder reingucken und sagen, weißt du was, Zylinder haben wir endoskopiert. Dann wäre das schon wieder nicht aufgefallen. Aber unsere Genauigkeit, wo ich immer sage, weißt du was, egal, Zylinder für Zylinder, der Kunde ist extra, was hatte der an Anreise, wie weit ist das weg, 500 Kilometer? Ja, nicht ganz, ja. 450, ja, 500 so. Kilometer, kommt extra hierher, der will das vernünftig haben. Also gucken wir uns hier mit dem Spiegel, mit der Lupe wollte ich gerade sagen, mit der Taschenlampe gucken wir uns hier alles genau an, packen hier alles an, ziehen jeden Stecker ab, gucken, ob da Öl drin ist, ne, kontrollieren die ganzen Flüssigkeiten, kontrollieren, ob da Fremdflüssigkeiten drin sind, ob das Richtige eingefüllt ist, riechen am Öl, schmecken natürlich nicht, ja, gucken wirklich, dass alle Kabel so verlegt sind, wie sie gehören, ja, prüfen die Fahrzeughistorie, gucken uns die Fahrzeughistorie im System ganz genau an und ihr glaubt gar nicht, was da alles auffällt. Ja? Und das fällt auch den Leuten in anderen Werkstätten auf. Ich zeige euch das jetzt unten drunter mit dem Ölverlust. Ja? Und ich möchte nochmal betonen, der Wagen war im April und jetzt haben wir November. Gut, also vor 6
sieben Monaten war der wirklich zur Hauptuntersuchung tatsächlich auch, zur Hauptuntersuchung und beim Vertragspartner zum Service. So, dann guckt man natürlich, wenn der so halb hoch ist, na gut, was haben wir da, wie sehen die Bremsscheiben aus, guckt man auch mal hier am Fahrzeug lang, haben wir ein bisschen Kantenkorrosion oder irgendwie sowas und guckt auch unterm Auto, hier, abtropfender Ölverlust, ja, gibt es hin und wieder mal, ja, aber das ist natürlich jetzt auch, wo ich so sage, warum ist denn das vielleicht so? Lukas, warum könnten das sein? Jetzt von vorne von diesen Deckeln vielleicht? Sag mal, wir haben noch verkratzte Zylinderlaufwände, oder? Mhm. Was passiert da, wenn was verkratzt ist? Also wenn ich zwei glatte Oberflächen aufeinander habe, dann dichtet das gut ab, ne? Ah, Blow-By, ne? Oh, guck mal, Blow-By. Mhm. Blow-By heißt denn was? Es geht Blow-By, also Pusten vorbei. Heißt ja Blow-By übersetzt. Das heißt, ich habe hier den Kolben, der Kolben geht hoch und runter. Und ich habe hier Zylinderlaufwand. So, das heißt, die Luft, die Verbrennungsluft, die hier oben ist, pustet da vielleicht schon vorbei. Und deswegen pusten vorbei, Blow-By. Und wir haben erhöhten Kurbelgehäusedruck. Und deswegen zieht wahrscheinlich schon, wird der Kurbelwellensimmering hier auch schon ein bisschen undichter. Okay, also, ja, auch wieder ein Indiz dafür. Und ich will sagen, dieser Ölverlust, ich sehe ja, wie das hier so aussieht und wie es auf der Unterbodenpappe aussieht. Das ist nicht erst seit, jetzt hat er, was hat er denn dann gelaufen? Das sind 4.500 Kilometer Unterschied zwischen Inspektion und diesem grande Desaster, was wir jetzt hier vorfinden. Ja, und das ist immer genau, das ist unser täglich Brot. Hört sich jetzt blöd an, ne? Ist eigentlich fies, oder Lukas? Wir machen jetzt, ich stehe jetzt wieder doof da. Ja, der Herr Zimmer macht gar keine Fehler. Ja, gar nicht wahr. Ich habe auch schon Zündkerzenstecker kaputt gemacht. Ja klar, Stefan hat auch schon Zündkerzenstecker kaputt gemacht. Das ist jedem Mechaniker doch schon mal passiert. Ja und? Wenn du keine andere Möglichkeit, wenn du den Stecker da nicht runterkriegst, weil der Vorgänger so überarbeitet, also so scheiße gearbeitet hat. Ja, meine Güte, da kann ich doch nichts, wo ich nichts kaputt mache. Aber wenn es mir dann kaputt geht, muss ich das Rückgrat beweisen und muss zum Lager gehen, muss sagen, weißt du was, hier pass auf, egal wie, wir brauchen jetzt, bis der Kunde nach Hause fahren kann, brauchen wir einen Kerzenstecker. Dann macht man einen neuen Kerzenstecker rein, dann ist die Sache geregelt, das schreibt man dem Kunden auf die Rechnung, das bezahlt der auch. Mensch, diese 15 Euro bei so einem Auto, was 200.000 Euro kostet, hey, komm, also, das steht doch gar nicht im Verhältnis. Ja, aber man kann den Kunden doch nicht mit sowas nach Hause schicken. Ich verstehe das nicht. Und das passiert, jeden Tag sehen wir sowas. Ich meine, auf der Nachbarhebebühne noch genauso mit dem Kerzensteckerfett. Hey, Leute, bei Fahrzeugen, die... Ich verstehe es nicht. Komplett weltfremd. Ja, und da muss ich auch sagen, da habe ich da auch gar keinen Bock mehr zu. Ne? Ich meine, guckt euch die Filter an. Ja, meine Güte, alles gut. Ich meine, Filter kann verdrecken, aber so wie teilweise der Service gemacht wird und was da hinten bei rauskommt und was dann auf den Rechnungen steht, ich sehe das ja auch. Ja? Ich sehe auch Instandsetzungen, die bei anderen Werkstätten durchgeführt wollen worden sein, wo Teile draufstehen, wo ich meinen Kopf packe und sage so, da haben die da Teile draufgeschrieben. Ich will nichts unterstellen, aber ich bin der Behauptung, die sind da nie ins Auto gekommen. Jedenfalls nicht in das Auto. Aber es sind andere Geschichten. Ich wollte das jetzt hier einfach mal aufzeichnen, zeigen und ich will, wie gesagt, ich will keine anderen Werkstätten schlecht machen. In jeder Werkstatt sind mit Sicherheit nicht genügend oder der ein oder andere gute Mechaniker. Gar keine Frage. Ja, wirklich gar keine Frage. Aber es gibt halt natürlich immer wieder schwarze Schafe überall und ja, wie gesagt, Leute, lasst euch nicht entmutigen. Tja. Bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich erstmal ein paar Dankesworte loswerden, weil ich habe tatsächlich vorhin mit dem Olaf Herrmann von Herrmann Motorenentwicklung nochmal telefoniert und der hat auch gesagt, Mensch, ich habe die Kommentare unter dem Video gelesen, das ist ja unglaublich. Ja, ich sage, warum ist es unglaublich? Weil wirklich die Community das wirklich gefeiert hat und da wirklich einen großen Dank an euch und auch nochmal großen Dank an dem Olaf Herrmann. Das ist einfach geil gewesen. Wirklich emotional, absolut geil gewesen, das letzte Video. Ich habe mir das auch noch mal ganz in Ruhe angeguckt und ich feiere euch, ich feiere das und freue mich ultra, dass ihr
das so mitgefühlt habt, weil das hätte ich echt nicht gedacht. Und da sind so viele emotionale Kommentare drunter. Vielen Dank dafür und ja, zeigt mir, dass ihr doch Bock auf so einen Content habt. Und ich denke mal, das gibt mir ein bisschen Antrieb, um mir die Saison für 2023 dementsprechend so ein bisschen zu planen. Ich muss mal gucken, ob es finanziell halt wirklich komplett darstellbar ist, so eine ganze Saison vielleicht zu fahren. Das müssen wir jetzt in Ruhe gucken. Wir müssen mal gucken, wie groß ein Kalender ist. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da wirklich an Content produzieren können, damit ihr weiterhin solche coolen Bilder kriegt. Und auch solche erschreckenden Bilder, weil das wollt ihr ja auch hin und wieder mal sehen, was da draußen tatsächlich passiert. Habt eine schöne Zeit und guckt mal bei uns im Onlineshop vorbei. Ich habe gehört, da ist ziemlich coole Ware unterwegs. Und vor Weihnachten? Na, demnächst, ne? Ja, demnächst schon. Wir werden es bei Instagram jetzt die Tage raushauen. Kommt noch was richtig Cooles? Darf man Gewinnspiel sagen? Ja, ist eine Verlosung. Verlosung. Oh, da kommt noch was richtig Geiles. Also, seid gespannt und habt eine schöne Zeit. Bis dann.